Moin Freunde und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Auf euren Wunsch hin habe ich jetzt mal den Nachtmodus aktiviert, obwohl es eigentlich heute zahlreiche Lichtblicke gibt, die wir heute besprechen werden. Zum einen werden wir heute mal über den neuen Riddle sprechen, so zumindest die XRP-Community. Sie glaubt, David Schwartz will uns ankündigen, dass die Kurse steigen. Er hat dieses Bild kommentiert und jemand hat sich die Mühe gemacht, das Ganze mal zu entschlüsseln. Ich werde euch gleich mal zeigen, warum die XRP-Community momentan richtig in FOMO ist und die kommende Woche kaum abwarten kann. Außerdem sprechen wir natürlich über die aktuelle Situation. Bitcoin purzelt weiter. Das BKA scheint tatsächlich mitverantwortlich dafür zu sein. Wir schauen uns den Bitcoin und XRP-Chart an und wir gucken uns mal einige weitere interessante Zahlen an und noch vieles, vieles mehr. Und ihr wisst es, Freunde, los geht's, wie immer, nach dem Intro. Ja, ihr merkt es, mir ziemlich egal, was die Kurse machen, was der Fear and Greed Index macht. Meine Laune trübt das Ganze bestimmt nicht, denn ich habe gelernt, im Kryptomarkt muss man geduldig sein. Man muss einfach wissen, was man hat. Ja, man muss eben manchmal ausharren können. Und das Wichtigste ist halt, und diese Regeln muss man tatsächlich befolgen, auch wenn es sich manchmal so anhört, als ob man irgendwelche alten Weisheiten rauskramt. Aber investiert nur Geld, dessen Verlust ihr einfach verkraften könnt und welches ihr momentan nicht braucht. Denn wenn man momentan die Kosten decken kann, Einnahmen erzielt und so weiter, dann kann man das Krypto-Investment einfach laufen lassen und auch mal in solchen schwierigen Zeiten wie jetzt einfach mal ein bisschen ausharren. Ansonsten weißt du, was fürs nächste Mal zu tun ist. Wenn du dieses Mal vielleicht irgendwas veräußern musstest oder veräußern musst, dann kannst du für die Zukunft einfach daran denken, ein kleines Polster zu schaffen, denn der Kryptomarkt ist wie eine Achterbahnfahrt. Das geht mal ganz brisant rauf, manchmal ganz brisant runter. Das Schlimmste, was aber auch offen gesagt das ist, was es am spannendsten macht, man weiß nie, wann es kommt. Was wir aber wissen, sind neben dem Bild, das wir nachher nochmal thematisiert werden, dass Bitcoin verkauft wurden im großen Stil, und zwar vom Bundeskriminalamt. Der Bitcoin-Preis purzelt. Hauptverantwortlich könnte vielleicht niemand geringeres sein als das Bundeskriminalamt, denn wie aus den öffentlichen On-Chain-Daten hervorgeht, hat die Bundesbehörde in den letzten 24 Stunden mindestens 13 Bitcoin-Transaktionen getätigt. Einige davon auf Wallets von Exchanges wie Kraken. Es liegt nahe, dass man die Bestände der ursprünglichen LKA Sachsen aus dem Tatkomplex Movie2K beschlagnahmen konnte, liquidieren will. Hier seht ihr es, hier wurden 1300 BTC verkauft, im Gegenwert von, lass mich lügen, 75 Millionen oder so. Und das war noch längst nicht alles, die haben noch viel, viel mehr. Die Behörde hat am Dienstag, den 2. Juli, über 14.000 BTC verschoben. Wir sehen es hier mal, also eben so ein Gegenwert von knapp einer Milliarde. Also da könnte noch einiges passieren. Allerdings glaube ich nicht, dass das BKA alleine dafür verantwortlich ist. Aber mit Sicherheit ein Faktor, der gerade mit reinspielt. Justin Sun, der Gründer von der Tron Chain, er hat sogar schon angeboten, dass er den Deutschen die OTC abkaufen will. Also er will denen die ganze Menge abnehmen. Er zahlt dann quasi mit Geldkoffern und die machen das ohne Börsen, damit der Preis nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird. Vielleicht passiert das ja noch. Ansonsten haben wir hier weitere Dinge, die interessant sind zum Thema Bitcoin. Wir gucken ja eigentlich immer nur auf den Preis, aber es gibt viele weitere Parameter, die momentan ziemlich interessant sind zu beobachten. So hier BTC Echo Mining Difficulty auf 4 Monatstief gefallen. Hört sich ja fast so an, als könnten wir jetzt mal wieder mit unserem kleinen Mini-Miner Bitcoins meinen, so wenig Traffic. Aber wenn man sich die mal richtig anschaut, die Grafik, sieht man, ja, wir haben einen Drop und ja, es mag auch vielleicht im Verhältnis der letzten 4 Monate der Tiefstand sein, aber insgesamt, wenn wir das mal mit den Jahren zuvor vergleichen, sind wir auf dem absoluten Höchststand überhaupt gewesen und dementsprechend ja die Difficulty leicht abgenommen. Alles in allem sieht aber immer noch alles sehr rosig aus, wenn ihr mich fragt. Auch interessant fand ich bei der Gelegenheit, weil wir immer über Gebühren sprechen und Bitcoin sei so teuer. Momentan, wo kein Mensch Bitcoin nutzt, sehen wir einfach 6 Satoshi, ja, 48 Cent umgerechnet, eine Transaktion. So müsste es mal immer sein. Leider ist es bei Bitcoin immer so, wenn sehr wenig Transaktionen stattfinden, sind sie verdammt günstig. Und wenn sehr viele Transaktionen stattfinden, werden sie unheimlich teuer. Und in so einer Dürrephase wie aktuell sieht man dann halt auch mal solche Gebühren. Ansonsten kann man davon nur träumen. Wenn ihr das mal regelmäßig im Auge behalten wollt, vielleicht gerade neu im Game seid oder euch noch nicht so tief mit diesen ganzen Sachen beschäftigt habt, geht mal auf mempool.space. Dort seht ihr dann immer, wann der letzte Block gefunden wird, wer den letzten Block gefunden hat. Hier seht ihr zum Beispiel vor 2 Minuten. Und wenn dann der nächste Block gefunden wird, im Schnitt alle 10 Minuten wird ein Block gefunden. Das seht ihr auch hier nochmal. Durchschnittliche Blockzeit immer 10 Minuten. Wandert der denn hier rüber? Und das ist ganz interessant mal zu beobachten, gerade wenn ihr neu dabei seid, so versteht man das ganze Thema um Blöcke und Blockchain noch ein Ticken besser. Ja, kommen wir mal zu einigen weiteren positiven Nachrichten, denn egal wie sehr die Kurse gedroppt sind, ja, ich habe es mitbekommen, Freunde, nur ich will das bewusst nicht so krass thematisieren, weil daran können wir eh nichts ändern.
Und wenn es die nächsten Tage weiter bergab geht, dann ist es halt auch so. Was wir aber tun können, ist uns immer wieder die Fundamentals in den Kopf zu bringen. Und so sehen wir, dass immer mehr Nutzung stattfindet. Beispielsweise bei Web3. Ihr kennt ja MetaMask oder auch andere Plattformen wie zum Beispiel Uniswap. So typische Web3-Anwendungen. Und die sind auf Rekordhoch. So hat zum Beispiel der Web3-Sektor im zweiten Quartal laut einem Bericht von DeppRadar 40% zugenommen im Vergleich zum ersten Quartal. Insbesondere profitieren konnte der soziale Sektor. Der Blockchain-Gaming-Sektor verzeichnete ebenfalls einen Anstieg der Nutzer, obwohl der Marktanteil generell leicht rückläufig war. Und am meisten profitieren konnten die DEXs wie zum Beispiel Uniswap, Radium, ganz klar aufgrund des ganzen Meme-Coin-Hypes. Ja. Die waren ja in der Regel immer handelbar auf diesen dezentralen Exchanges. Und ja, wir sehen zum einen viel Aktivität und zum anderen sehen wir, dass auch die Hürden scheinbar immer leichter genommen werden. Wenn ich mal zurückdenke, wie wenig Leute damals dezentrale Exchanges benutzt haben, weil es zu kompliziert ist. So machen es mittlerweile selbst Neulinge, die sich gerade für das Memecoin-Thema interessieren und von daher alles sehr, sehr positive Neuigkeiten. Parallel dazu habe ich mal für euch den Chart rausgesucht von Bitcoin und hier seht ihr mal, wie viel Prozent wir eigentlich vom Allzeithoch gepurzelt sind. Obwohl es sich so anfühlt, als wären wir mittlerweile im tiefsten Bärenmarkt, hat Bitcoin insgesamt vom höchsten Punkt, also dem Allzeithoch von roundabout 73.000 Dollar, bis zum niedrigsten Punkt, wo wir gar nicht mehr sind, nämlich 53.500, ja, 27,3% verloren. Das ist das, worüber wir die ganze Zeit sprechen. 27% finde ich total legitim, total in Ordnung. Noch eine ganz normale Korrektur. Und ich hatte euch ja auch gesagt, man weiß nicht, wohin es geht, aber die 54.000er-Marke könnte nochmal getroffen werden. Und die wurde jetzt tatsächlich getroffen und auch relativ schnell wieder aufgekauft, was für mich insgesamt ein positives Signal ist. Und wichtig wäre nur, dass wir möglichst zeitig wieder über die 60.000er-Marke kommen. Ihr seht es hier anhand dieser blauen Linie, der 50er Simple Moving Average. Wir müssten halt relativ zügig mal wieder da zurück. Das hier ist ein 3-Tages-Chart, also eine Kerze steht für 3 Tage. Also 10-15% sollte Bitcoin schon in den nächsten Tagen, Wochen aufholen und da sollten wir wieder drüber. Sollte dem so sein, wäre alles wieder schön und gut. Auf der anderen Seite müssen wir auch so ehrlich sein, dass Bitcoin das erste Mal seit seinem Anstieg, seit September 2023, diese blaue Linie unterschritten hat. Und das ist in der Regel kein gutes Signal. Es gilt jetzt wirklich abzuwarten, ob es die Recovery gibt. Die müsste dann wieder ungefähr über die 63.000, 64.000er Marke gehen. Dann wären wir weiterhin auf Kurs. In einem Negativszenario schaffen wir das halt nicht. Und dann wäre definitiv der nächste Stopp irgendwo in diesem Bereich hier. Ich denke mal so um die 44.000. Aber so weit wollen wir heute nicht gehen. Wir warten einfach mal ab, Freunde. Bei XRP habe ich was Interessantes entdeckt. Deshalb zeige ich euch heute mal den Chart. Ihr erinnert euch an die magischen Dreiecke. Ich habe mal einige Gemeinsamkeiten rausgesucht. Ich versuche es mal ein bisschen kleiner zu machen, dass ihr sehen könnt. Und zwar sieht man hier ein Hoch, ja, gefolgt von einem nicht ganz so hohen zweiten Versuch, der das Hoch nicht erreicht. Ein dritter Versuch und dann eben die Abwärtsspirale. Hier sieht man eine schöne Bodenbildung und hier nochmal den Docht, der nochmal richtig schön alles nach unten reißt, bevor dann der überraschende, brutale Anstieg kam. Das gleiche habe ich hier auch nochmal eingezeichnet. Das gleiche Dreieck, nur eine Dimension größer. Das Hoch, der zweite Versuch, das Hoch zu erreichen, welcher scheitert. Das dritte Hoch, alles ziemlich ähnlich, auch wenn die Charts natürlich nicht perfekt übereinstimmen. Wir haben natürlich auch ganz anderes Volumen, das gehandelt wird und auch ein ganz anderes Zeitspektrum, was wir hier sehen. Das hier waren 4 Jahre, das hier sind jetzt schon 7 Jahre. Und wir sehen aber gleichzeitig auch hier eine gewisse Bodenbildung meiner Meinung nach und hier nochmal ein Docht nach unten, der natürlich nicht so massiv war wie der hier, aber gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich vorgestern oder wann das war, ins Portfolio schaute und auf einmal sah ich XRP irgendwie 11% im Minus, kurz bei der 40-Dollar-Cent-Marke, dann muss ich schon sagen, wow, das hat mich wirklich umgehauen. Und vielleicht war das dieser Docht, der wirklich das letzte Mal die Chance gibt, nochmal gut einzukaufen, bevor dann der brachiale Anstieg kommt. Davon gehe ich aus und lange wird es nicht mehr sein, Freunde. Eigentlich ist es wirklich ein Spiegelbild, ja, und es würde so legendär sein, wenn es denn genauso aufgeht. Ich bin gespannt und ich bin gehypt. Der nächste Weg wird tatsächlich in Richtung 20-Dollar-Marke. Und was es mit dieser gelben Linie auf sich hat, darüber sprechen wir gleich bei den David Schwartz Posts. Zunächst aber mal ein ganz kurzes Update zu diesem Universal Basic Smartphone. Viele von euch haben sich das ja bestellt und ihr habt eine E-Mail bekommen. Und wenn nicht, guckt nochmal in euer E-Mail-Postfach. Das ist kein Spam, sondern ihr habt schon wieder das nächste Geschenk bekommen. Euer Handy habt ihr noch nicht mehr in den Händen, aber ihr kriegt jetzt schon regelmäßig Geschenke. Und zwar bekommt ihr im Wert von 20 Dollar Diamanten in dem Spiel Travel Frog. Das ist super simpel. In der E-Mail habt ihr auch nochmal einen Link zu Travel Frog. Da geht ihr einfach bei Telegram rauf, drückt Start und schon spielt ihr das Spiel. Und jetzt habe ich häufiger die Frage bekommen, ja, wie kriege ich denn die Diamanten? Ich erzähle euch das ganz kurz. Schnell Durchlauf. Wenn ihr das Spiel geöffnet habt, geht ihr einfach hier unten auf Door,
Wenn ihr auf Door geht, kommt ihr hier raus und dann geht ihr hier, wo das Blatt ist, darunter ist so eine Truhe bei euch, ja? Da ist so eine Schatzkiste. Da klickt ihr rauf und dort gebt ihr dann euren Code ein, den ihr in eurer E-Mail findet. Sobald das Spiel offiziell startet, könnt ihr damit auch was anfangen und ich glaube, man kann sie dann sogar swappen oder ähnliches. Für alle, die sich das Smartphone noch nicht bestellt haben, es ist kurz davor, dass der zweite Batch ausverkauft ist. Deshalb am besten nochmal reinschauen. $129, was kann das Ding? Im Prinzip bekommt ihr dafür regelmäßig Airdrops, regelmäßig Geschenke. Ihr seid Teil dieser neuen Mobile-Welt im Blockchain-Sektor. Neben Solana eben der zweite Anbieter, der so ein eigenes Phone rausbringt. Und neben diesen ganzen Airdrops, NFTs und was es in Zukunft nicht noch so alles geben wird dafür, wird es auch noch das hier geben. Sobald ihr das Handy habt, könnt ihr dann mit allen möglichen Läden automatisch Cashback bekommen, wenn ihr mit eurem Handy bezahlt. Das fand ich auch nochmal ziemlich cool, serienmäßig mit dabei. Also jeder von euch kann das Handy benutzen und dann eben meinetwegen bei Burger King oder bei Starbucks oder sonst wo direkt Rabatte einfahren. Den Link zur Vorbestellung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr bekommt 300 Oyster Coins für die Bestellung und nochmal 300 über meinen Link. Und auch die Oyster Coins wird schon gemunkelt, sollen einiges an Wert haben. Also wer weiß, vielleicht war das Handy ja am Ende kostenfrei. Und ich bin mal sehr gespannt, ob es dieses Jahr noch released wird. Dann wird auch mal der Verkaufspreis interessant. Ich denke mal, bei $130 wird es am Ende im Verkauf nicht landen. Auch da gibt es sicherlich einiges an Möglichkeit. So, kommen wir jetzt mal zum XRP-Update. Und da habe ich gleich neben der David-Schwartz-Geschichte noch viele, viele weitere interessante Dinge. Zum einen König Manja, jetzt das dritte Mal bei uns im Video dabei. Ich habe auch König Manja mal angeschrieben, aber die Antwort kam so ein bisschen rüber wie künstliche Intelligenz. Ich habe keine Ahnung, wie man einen KI-Twitter-Account aufsetzt. Aber es scheint fast so, als wäre das hier alles mit KI erstellt. Soll dem Ganzen aber nichts abtun. Nur das erklärt dann auch, wie diese ganzen Bilder entstanden sind. Finde ich super interessant. Aber was hier zusammengefasst wird, ist die Thematik mit Ripple und der Träumerei, dass XRP auf Tausende von Dollar geht. Das alles geht natürlich nur, wenn XRP auch tagtäglich genutzt wird, gebraucht wird und vor allem eine Knappheit entsteht. Und hier wird darauf eingegangen, was es da für Zusammenhänge gibt. Zum einen Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien. Ripple hat eine wegweisende Zusammenarbeit mit den Saudis und der Zentralbank begonnen, um XRP für Ölhandeltransaktionen zu verwenden. Diese Initiative schafft eine Brücke zwischen Kryptowährung und den traditionellen Rohstoffmärkten, was es Investoren ermöglicht, indirekt am Ölmarkt teilzunehmen, indem sie XRP halten und verwenden. Sehr, sehr interessant, krasser Use Case. Die Texte findet ihr übrigens immer hier verlinkt. Könnt ihr mir einfach bei Twitter folgen, ich teile das Ganze, oder direkt vorbeischauen bei König Manja. Ripple hat XLS 30D AMM eingeführt. Ihr erinnert euch an diesen Automated Market Maker. Dadurch ist es möglich, XRP-Bestände in eine Quelle für passives Einkommen zu verwandeln, indem Liquidität bereitgestellt wird und Handelsgebühren durch AMMs beeinflusst werden. Das wussten wir ja bereits. Ripple arbeitet mit mehreren Ländern zusammen, um digitale Zentralbank-Kryptowährung auf dem XRP-Ledger zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit zeigt das Potenzial von XRP als neutrale Brückenwährung, die einen reibungslosen Werttransfer zwischen verschiedenen CBDCs und anderen Währungen ermöglicht. Zu den Ländern, die CBDCs nutzen und daran arbeiten und die entwickeln, gehören Russland, Japan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Neuseeland und viele, viele mehr. Die könnt ihr hier sehen bei CBDC-Tracker. Da könnt ihr dann noch immer sehen, ob sie noch in der Pilotphase sind, wie beispielsweise Russland. Ihr seht dann auch, wie deren Zentralbankwährung heißen soll. Und ihr seht auch viele, viele andere Länder, schon fast weltweit, irgendwo Aktivitäten. Einige sind nur in der Erkundungsphase, machen Research. Andere wiederum sind schon beim Proof of Concept und sind schon direkt dabei. Und da könnt ihr mal ganz viel dazu lesen, falls ihr euch dafür interessiert. Alles in allem zeigt es auf jeden Fall, inwieweit XRP eine bedeutsame Rolle spielen könnte. Und gerade im Bereich Öl oder andere Derivate, die es vielleicht abbilden kann, wäre natürlich XRP dann sehr gefragt. Und wir hätten die Verknappung, auf die alle warten. Und dann sind natürlich auch utopische Preise möglich. Wir wissen, dass das XRP-Ledger-Netzwerk nicht ganz so stark verteilt ist, wie zum Beispiel das Bitcoin-Netzwerk mit all seinen Nodes und den ganzen Minern da drauf. Was ich aber interessant fand, ist hier nochmal eine Liste der aktuellen Validatoren, 35 an der Zahl, und dort könnt ihr mal sehen, wer alles bereits auf dem XRP-Ledger einen eigenen Validator betreibt. Einige sind natürlich logisch, weil sie zum Beispiel bei ODL aktiv sind und ihre eigenen Zahlungskorridore haben oder sowas wie Flare, damit kann man natürlich auch rechnen. Aber was ich zum Beispiel interessant fand, ist, dass zum Beispiel auch Microsoft einen eigenen Validator hat. Ich werde auch das einmal für euch teilen. Und dann könnt ihr euch das gerne bei mir bei X anschauen und genauer die Liste mal studieren. Dann kommen wir mal zu den Updates, was den SEC-Fall betrifft. Es gibt zwei neue Tage, auf die wir uns vorbereiten können. Zum einen der 8. Juli. Dort wird die Frist für die Versiegelung eines eingeschränkten Antrags festgelegt. Und am 26. Juli, da müssen beide Teams quasi jetzt nochmal alles vorlegen, warum gewisse Leute nicht aussagen sollen. Und Details habe ich hier für euch. Richterin Hamilton hat eine Frist bis zum 8. Juli gesetzt, um den eingeschränkten Antrag auf Versiegelung einzureichen. Das Gericht wird einen gesonderten Beschluss zum eingeschränkten Antrag auf Versiegelung erlassen. Darüber hinaus setzte der Richter der Parteien 28 Tage bis zum 26. Juli Zeit, in der sie angeben, ob sie weiterhin den Ausschluss der Aussagen von 4 Experten anstreben. Ripples Antrag auf den Ausschluss der Aussage von Stephen P.
wurde als gegenstandslos abgelehnt und genauso wollte die SEC, dass die Aussagen von Kotari und Laurentius nicht kommen, aber auch das wurde abgelehnt. Also es werden alle zu Wort kommen, ob sie es wollen oder nicht. Und auch interessant, ihr erinnert euch an diesen kleinen Nebenfall, wo so ein kleiner Typ versucht hat, gegen Ripple zu klagen. Auch da gibt es jetzt Neuigkeiten. Und zwar wird jetzt wohl versucht vom Richter, dass sie da irgendwie eine Beilegung hinkriegen. Und der Richter hat auch ganz klar gesagt, er widerspricht nicht der Richterin Torres. Und er sieht genauso wie alle anderen, dass XRP kein Wertpapier ist. In diesem Fall konnte weder der Kläger Zakinov noch sein Anwalt irgendwas Gegenteiliges bringen. Dementsprechend gilt nach wie vor XRP kein Wertpapier. Und diese ganzen Gerüchte sind also schon wieder im Keim erstickt. So, kommen wir jetzt mal zu dieser Übersicht. Ja, wir sehen hier ein Schiff, Evergreen. Darauf sind ganz viele grüne Container. Und ursprünglich war hier das Statement von Bill Maguire: The world's biggest ship docked in UK yesterday. Das weltgrößte Schiff ist gestern in UK angekommen und hat 24.000 Container von irgendwelchem Consumer-Zeug an Bord. Das zeigt uns einfach mal wieder, wo wir mit unserer Gesellschaft gerade gelandet sind. Also nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit Dinge zu bestellen. Aber David Schwartz hat darauf geantwortet: Don't be so quick to judge. Maybe it's filled with books about climate change. Also sei nicht so schnell mit deinem Urteil. Vielleicht sind die Container ja voll mit Büchern über Klimawandel. Und die Antwort ist auf jeden Fall ein bisschen sarkastisch, aber einige haben direkt mal dazu was geschrieben. Und zwar könnte das auch wieder ein Riddle sein, ja? Und viele sagen ja, David Schwartz ist ein Riddler, der uns Dinge verraten will. Und jetzt wurde direkt spekuliert, was er damit wohl sagen wollte. Und zwar, don't be so quick. Quick to judge bedeutet, dass der Ripple-Fall sehr bald enden wird. Filled with books, also voll mit Büchern, bedeutet, die Orderbücher werden voll sein. About climate change bedeutet so viel wie, alles wird sich ändern. Und Evergreen steht für Evergreen. Also es wird immer grün bleiben, weil es nur noch in eine Richtung geht. Ja, schön wäre es auf jeden Fall. Schreibt ihr mir mal in die Kommentare, glaubt ihr daran, dass David Schwartz jemals was geriddelt hat? Oder sind das einfach nur Mythen, die im Internet kursieren? Viele von euch, die jetzt vielleicht das erste Mal von David Schwartz hören, er ist einer der Mitbegründer von Ripple und der wichtigste im Bereich Technik. Er ist der CTO, also der Chief Technical Officer. Und er kümmert sich im Prinzip um alles, was im Bereich Technik so anfällt bei Ripple. Er hat aber schon mal einige interessante Posts rausgehauen. Und das hier ist wohl der legendärste. Am 13. April 2021 sagte er: Dies wird wahrscheinlich mein unbeliebtester Tweet aller Zeiten, aber wenn Sie lebensverändernde Mengen an Kryptowährungen besitzen, nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um ernsthaft darüber nachzudenken, etwas davon zu verkaufen, um Ihr Risiko und Ihre Belastung zu verringern. Das ist keine Vorhersage darüber, wie sich der Markt entwickeln wird. Aber warum dieser Tweet so legendär ist, das zeige ich euch jetzt. Deshalb habe ich auch vorher die Linie eingezeichnet im XRP-Chart. Wo haben wir es? Hier. Und zwar schaut mal, wann er das gepostet hat. Also, er hat es gepostet am 13. April. Ich habe jetzt hier meinen Wochenchart offen, deshalb nehmen wir mal den 12. April. Und das war kurz davor, dass wir den höchsten Punkt gesehen haben. Kurz davor, dass wir den allerhöchsten Punkt gesehen haben und danach folgte eigentlich der Abverkauf. Viele sagen, dass David Schwartz uns damit warnen wollte. Er wollte uns vorbereiten auf das, was kommt und wollte den Leuten quasi helfen, das richtige Timing zu finden. Es gab noch den ein oder anderen weiteren Tweet von ihnen, aber so kommt man überhaupt darauf, dass er irgendwas vorhersagen möchte. Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob ich ihn wirklich als Riddle abstempeln soll. Auf der anderen Seite sind wir kurz davor, dass sich das Ganze zuspitzt und die Eskalation kommt. Ich bin mal sehr gespannt und wünsche mir, dass er recht behält. Ansonsten war es das wohl heute, Freunde. Wir sind schon wieder durch. Hat mir wirklich viel Spaß gebracht. Wenn ihr noch weiterlesen wollt, werde ich wie immer alles verlinken. Auch den Link zum Universal Basic Smartphone findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen genialen Sonntag, einen noch genialeren Start in die neue Woche. Bleibt mir gesund, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.